Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Super Mario World. Da haben wir wieder krassesten Level zum Spüren bekommen. Und ich vor allem. Ach so, jetzt die Fische, die Wasser sind. Jetzt reagiert Mario sehr empfindlich. Okay, das weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Und dann noch diese Strömung. Toll. Der hat mich trotzdem getroffen. Eins habt ihr mit Strömung zu tun. Und dann noch die Fische hier. Und zudem... verändert sich auch der Wasserspiegel. Toll. Erst muss der Hammer mich treffen. So, jetzt kann man die Fische umlegen. Yoshi! Oh, gut, dass ich dich habe, Kumpel. Oh, muss das sein? Steig wieder ein. Was ist hier? Kann man hier losrennen? Anscheinend ja. Cool. Spring oder schluck sie. Oh ja, schluck die Fische hier. So. Jetzt werde ich ja die Stange jetzt nicht mehr berühren, da ich ja sowieso nur noch zwei Level. Outrageous. Oh, das könnte heißen abgefahren. Aber das soll echt das schwierigste Extra-Level sein. Da habt ihr nur Kugelwillis, Wiggler und sogar Feuer, Piranhas. All diese Sachen. Ja, jetzt fragt ihr, wie ihr da hochkommt. Da braucht ihr Kugelwilli als Hilfe. Oder ihr hättet den Sprungfeder auch mitnehmen können. Lass mich noch groß werden, bitte. Toll. Dann noch Hammer, Bruder. Ihr habt doch gelitten. Ihr habt doch gelitten. Und da kommen noch Gegner von oben. Jetzt so. Yoshi! Lass mich da hoch. Yeah. Noch feuerspeiende Piranhas. Also das sind alle dreiste Gegner eingebaut.
Nein, das ist unfair. Das ist unfair. Oh, das ist gemein. So, jetzt nehme ich diesmal den Sprungfeder mit, weil ihr braucht es jetzt wirklich. Hopp. So, dann hier rauf. Jetzt kommt diese Überraschungsgegner. Ja, da muss ich mich treffen lassen. Guck mal, Yoshi könnte den Feuer schlucken. Nein! Ich brauche ihn! Okay. Jetzt kommt die dreiste Stelle. Wenn nicht der Yoshi wäre. Und sie erreichen. So, jetzt kommt Funky. Oh, jetzt kommt dieses Sumo-Ringer hier. Was ist da? Yoshi? Ja, wie... Ach so. Ja, das hat sich von selbst erledigt. Aber ich stehe, glaube ich, unter Zeitdruck. Kann es sein? Nein. Dämlicher Chuck. Warum habe ich jetzt bloß den Block betätigt? Oh, das sind nur Münzen. Oh, beeil dich. Oh, noch fliegende Koopas. Oh, dieser Chuck war gemein. Gib mir Pilz. Was kommt denn noch? Von ab. Danke. So, du bist ein Super Player. Und das ist auch das Ziel. So, wo führt das hin? Oh, das hat sich jetzt vollkommen verändert.
Das sieht eigentlich ganz normal aus. Oh, Piranhas sehen aus wie Kürbis. Aber wisst ihr auch, warum das zu Veränderungen gekommen ist? Weil man 100% gelöst hat, Leute. Guck, da kommen Kürbisse raus. Und sonst? Auch dieser Panzer, der hat ausgesehen wie Mario aus Holz gemacht. Tja, aber an sich hat sich nichts geändert. Nur die Charaktere, einige. So, sicherheitshalber mache ich auch noch die rechte Seite. So ist es. Die sehen alle aus wie Mario. Ja gut, Leute. Das war's in dem Fall für dieses Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es wieder Menge an Fates gehagelt hat in Starwood. Aber das ist klar definierbar, warum. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und gebt mir einen Daumen hoch oder auch runter. Gerade für diese Fails. Und hoffe auf neues Projekt mit euch teilen zu dürfen. Also, bis dann und ciao, Mario und Yoshi. Ich freue mich auf euch beiden. Peace und ciao.